Herzlich willkommen zur LinkedIn-Show Nummer 21 mit Datenschmutz. Es ist die letzte Sendung für dieses Jahr. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Weihnachten steht vor der Tür. Am kommenden Dienstag ist bereits der 24. Dezember und ich werde Pause einlegen bis zum neuen Jahr, beziehungsweise bis zur zweiten Jännerwoche. Das heißt, es gibt die nächste LinkedIn-Show dann erst wieder am Donnerstag, dem 9. Jänner. Dann schreiben wir bereits 2020 und damit ein neues Jahrzehnt. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren mal bei einer Diskussionsreihe aufgetreten bin. Da ging es um Trends in der Zukunft, wie werden sich die Medien entwickeln. Hat damals Werner Reiter veranstaltet. Die Reihe fand teilweise im Coworking Space in der Lindengasse in Wien statt. Die hieß 2020. Also wir haben damals darüber spekuliert, was 2020 wohl so passieren wird. Ja, jetzt beginnt 2020 und es ist eine ganze Menge passiert. Sprachinterfaces, Artificial Intelligence und so weiter und so weiter. Aber auf der einen Seite, trotz dieser ganzen technologischen Entwicklungen, sehen wir zugleich auch im Online-Marketing, Automatisierung kann in vielen Bereichen bei transaktionalen Mails und so weiter durchaus Sinn machen. Wenn es um Kontaktaufbau geht, wenn es um Beziehungen geht, dann zählen die Menschen, das mag ein abgedroschener Slogan sein, aber dann geht es um echte Kommunikation, um den Aufbau von Beziehungen und um den Aufbau von Vertrauen. Und zu diesem Thema darf ich heute zwei ganz, ganz fantastische Gäste begrüßen. Ich freue mich sehr, dass diese letzte LinkedIn-Show für 2019 so ausklingen wird. Und zwar zum einen plaudere ich mit Ingrid Gersbach. Heavy LinkedIn-Nutzer kennen Sie ganz sicher. Ingrid war jetzt gerade ganz frisch 2019 zum dritten Mal bei den LinkedIn Top Voices Dach vertreten, also die einflussreichsten LinkedIn-Nutzer, LinkedIn-Autoren im deutschsprachigen Raum. Und Ingrid ist eine Expertin für Design Thinking. Aha, die Hunde. Die Hunde geben Lärm da hinten. Naja, es ist eben eine Live-Sendung. Was soll ich sagen? Also Ingrid Gersbach, Design Thinking Expertin, sie spricht mit mir im ersten Teil des Interviews über ihre Workshops, ihre Tätigkeit, ihren Ansatz bei der Beratung. Und im zweiten Teil unterhalten wir uns ausführlich über LinkedIn und widmen uns auch der Frage, wie wird man LinkedIn Top Voice? Das interessiert vielleicht auch den einen oder die andere Zuseherin hier bei unserer Sendung. Apropos, ich freue mich sehr, wenn Sie reichlich Gebrauch machen von diesem Kommentarformular hier unter der Sendung Video, Live-Video lebt von den Kommentaren, von der Beteiligung der Zuseher. Ich frage jetzt mal einfach so in die Runde, passt die Bild- und Tonqualität? Ihr werdet bemerken im Laufe der Sendung, vor allem die, die heute nicht zum ersten Mal reinschauen, dass ich keine Kosten und Mühen gescheut habe, um eine vollkommen neue CI für die Sendung zu erstellen. Naja, okay, es gibt ein neues Intro, das hat man schon vorher gesehen. Und ja, Video macht Spaß, Video wird auch 2020 ein großes Thema bleiben. Ebenfalls ein großes Thema, Personal Branding bzw. Digital Personal Branding. Und damit beschäftigt sich meine zweite Gesprächspartnerin in der heutigen Sendung, Marina Zayatz, wohnhaft in schönen Frankfurt, in der deutschen Finanzmetropole. Auch sie berät Unternehmen eben beim Thema Employer Branding. Und Marina und ich werden uns am 13. Februar bei unserer gemeinsamen Masterclass auch persönlich kennenlernen. Darüber freue ich mich schon sehr. Auch darüber sprechen wir im Interview. Und dann gibt es natürlich wie immer die Status-Updates der Woche. Also wie gesagt, ich werfe mal einen Blick rüber. Ich freue mich ganz besonders, dass doch so viele Zuseher im vorweihnachtlichen Stress die Zeit finden, hier reinzuschauen. Und ja, für die, die schon am Sprung sind oder quasi mit einem Fuß bereits am Punschstand stehen, für die habe ich ganz schlechte Nachrichten. Es ist die letzte Sendung des Jahres. Es gibt zwar keinen 24-Stunden-Jahresrückblicks-Marathon, aber ja, wir werden auf jeden Fall eine Stunde gemeinsam verbringen. Aber ich sage euch eines, das zahlt sich aus, das ist hochgradig spannend. Zwei der interessantesten Interviews, die ich bisher führen konnte.
Aber bevor wir uns ins erste Interview mit Ingrid stürzen, die beliebte Rubrik der, da muss ich mich vorbeugen, steht die, mein Streamdeck zu weit weg. Die beliebte Rubrik. Richtig. Der LinkedIn-Hack der Woche. Mein Tipp heute, Fokus. Baut euer Netzwerk mit Fokus auf. Was ist damit gemeint? Der LinkedIn-Algorithmus belohnt Interaktion. Und das merkt jeder sehr schnell, der sich mit der Plattform näher beschäftigt. Und diese Interaktion kommt vom eigenen Netzwerk. Das heißt, man muss die Zielgruppe kennen. Das ist die absolute Grundbedingung. Das ist die Basis für alles. Man muss aber nicht nur die Zielgruppe kennen, man muss eben auch in der Lage sein, zu wissen, welche Inhalte für diese Zielgruppe spannend sind. Und wenn das eigene Netzwerk jetzt aus Kraut und Rüben besteht und eben ohne Fokus aufgebaut ist, dann ist es sehr schwer, passende Inhalte zu liefern. Es gibt wenige Inhalte, für die sich alle wirklich interessieren, die für alle nützlich sind. Und deswegen, wenn man weiß, meine Zielgruppe ist in dieser Branche, hat diese Funktion im Unternehmen, dann kann man auch sinnvoll nützliche Inhalte planen. Ein möglicherweise für viele kleines Detail, vor allem für die, die schon länger im Online-Marketing tätig sind, aber ich versichere euch, macht in der Praxis einen riesengroßen Unterschied. Fokus beim Aufbau des Netzwerks war auch einer meiner Tipps beim LinkedIn Local. Ja, und damit übrigens dieses schöne Intro habe ich um einen 7-stelligen Lira-Betrag, geht sich das aus, auf Fiverr gekauft. Link zum Designer dann auch in den Shownotes zur Sendung. Überhaupt wie immer findet ihr sämtliche Links zu dieser Sendung direkt in den Kommentaren. Es gibt also alles zum Nachlesen. Und damit komme ich zu meinem ersten Studiogast. Wie bereits erwähnt, Ingrid Gersbach, Design Thinking Expertin, LinkedIn Top Voice seit 3 Jahren, hält Workshops gemeinsam mit ihrem Partner, Privat- und Firmenpartner. Sie sagt im Interview auch, dass sie nicht wirklich an Work-Life-Balance glaubt und sie das nicht so trennen kann oder möchte. In sehr vielen Punkten habe ich mich im Interview sehr wiedergefunden. Ja, und wir sind auch beide Hundebesitzer. Also nachdem ja Ingrid auch nahe bei Wien wohnt, ist demnächst mal ein Spaziergang angesagt. An dieser Stelle also herzlich willkommen an alle Zuseher. Es geht los, die 21. LinkedIn-Show, die letzte für 2020, dann geht es am 9. Jänner 2020 wieder weiter. Und hier der erste Teil meines Interviews mit LinkedIn Top Voice Ingrid Gersbach. Liebe Ingrid, danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Du beschäftigst dich mit Innovation, du machst Workshops. Vielleicht stellst du dich selber vor und erklärst unseren Zusehern, was du machst und was die Themen sind, mit denen du dich eben vorwiegend beschäftigst. Danke, Richie, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast und ich finde das toll, was du machst. Insofern fühle ich mich geschmeichelt, der Gast zu sein. Dankeschön. Ja, ich komme aus Wien, wie man wahrscheinlich unschwer hören kann. Und also zwei Wiener unter sich, wobei ich bin auch Tiroler. Also so. Und ich mache gemeinsam mit meinem Mann Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Design Thinking. Und Design Thinking selber ist eine Methode, mit der man kreativ Probleme lösen kann. Die wird ganz oft im Innovationsbereich eingesetzt, wobei ich sie eigentlich gar nicht so stark dort einsetze, sondern wir setzen sie für Change-Prozesse ein. In dieser Methode ist das Besondere, dass du den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellst. Und da geht es ganz, ganz viel um Empathie, um Verstehen, um Hinterfragen, Es ist eine Art, ich wollte früher immer Detektiv werden und das lebe ich jetzt quasi heute. Und dann machen wir Trainingsberatungen und haben auch einen Design Thinking Space in Wien, wo es darum geht, wie kann man kreativer, wie kann man anders arbeiten, als man es gewohnt ist. Und wir nennen es Arbeiten in Gelb, also weil wir gelb sind und Gelb steht für Kreativität und das Leben und versuchen wir unseren Kunden näher zu bringen. Verstehe, das finde ich jetzt gerade super spannend, weil ich habe vor 2 Jahren eine Ausbildung gemacht zum Sicherheits- und Wirtschaftsprofiler, weil du vorher gesagt hast, Detektiv, mehr so aus Interesse und bin eigentlich jetzt selber drauf gekommen, dass in der Kommunikation eben die Schulung von Empathie oder gutes Beobachten sehr, sehr viel ausmacht. Ja, absolut. Also das ist das Nonplusultra. Und bei Design Thinking geht es darum, dass du zuerst einmal das Problem verstehst und es dann löst. Und wir Menschen sind gewohnt, aus sozialem Druck heraus schnellen Lösungen zu denken. Das beginnt schon in der Schule, mit der Gesellschaft.
was ist 2 plus 2 und denk in Lösungen und hinterfrag nicht, sondern nimm das an, was ist. Und das ist eigentlich das Schwierigste beim Kunden, ihn einmal zu sagen, ich glaube dir, dass du deinen Kunden, also deinen Kunden hinter deinem Produkt zwar kennst und verstehst, aber ich kenne ihn nicht und ich muss das hinterfragen. Und das ist halt ganz oft das Problem, dass sie meinen schon zu wissen, was das eigentliche Problem ist. Und ganz oft, also sie kommen dann mit Lösungen, wie sie brauchen eine App oder sie brauchen einen neuen Prozess. Und dabei ist das Problem ein ganz anderes, was sie aber so nicht gesehen haben, weil sie es nicht hinterfragt haben. Und deswegen verbringen wir eigentlich die meiste Zeit in den ganzen Prozessen darin, einmal zu verstehen, für wen wir eine Lösung überhaupt erarbeiten. Und das ist total spannend. Und für mich ist Design Thinking mehr so, ich sage mal, das trojanische Pferd, mit dem ich dann in Unternehmen reinkomme, um Empathie auszustreuen und den Menschen diese Wichtigkeit näher zu bringen. Weil viele meinen halt, naja, Empathie ist wichtig, das weiß ich, ich bin empathisch, aber der ist nicht empathisch. Okay, da haben wir was zu tun. Ja. Und darum geht es. Das ist eine total schöne, bereichernde und spannende Aufgabe, die ich sehr liebe. Das glaube ich. Und so wie du das beschreibst, kann das sein, dass das, was du machst, auch sozusagen ein bisschen eine Mischung aus Consulting und Coaching ist, weil du quasi, weil der Kunde erstmal sich darüber klar werden muss, wer für wen er jetzt wirklich arbeitet? Ja, also es ist definitiv, also ich mag den Begriff Coaching nicht so gerne, weil es mehr, ja, da bin ich immer so, das wird so, finde ich, jeder ist ein Coach und das ja. ist irgendwie so. Es geht wirklich darum, dass ich auch verstehe in meiner Arbeit, was der Kunde macht, damit ich ihn wirklich gut beraten kann, gute Lösungen zu entwickeln. Und in Wahrheit arbeiten wirklich 1:1 mit den Menschen, die im Team sind und machen ihnen eigentlich Mut, die Dinge auch einmal nicht so nehmen, wie sie sind. Und offen zu hinterfragen und die eigenen Glaubenssätze und Annahmen, diese Erfahrungen, die wir haben, die eigentlich unser Leben bereichern. Also Leute sagen oft, naja, ich bin so, wie ich bin und eigentlich weiß ich, dass es schlecht ist. Und zu sagen, nein, das ist nicht schlecht, das ist eine Besonderheit. Schlecht wird, wenn du dir das nicht bewusst machst und wenn du von dem einfach ausgehst und darauf aufbauend Lösungen erarbeitest. Und da versuchen wir einerseits Mut zu machen. Also ich sehe mich sehr als Mutmacherin und Anstifterin, Dinge anders zu sehen und anders anzunehmen und ja, also es ist sehr viel Detektivarbeit. Und ja. Aber mit einem Unterschied würde ich behaupten, als Detektiv muss man Menschen nicht notwendigerweise mögen, um seinen Job zu machen. Bei dem, was du tust, ist das schon sehr hilfreich, oder? Ja, also ich muss auch sagen, ich habe als Kind früher so gerne Edgar Wallace gelesen. Ja. Also ich liebe diese Schwarz-Weiß-Krimis und es geht immer gut aus und der Böse, der wird immer gefunden und mit dem Trenchcoat und diesem coolen Hut, also Trenchmantel und den coolen Hut und dann bin ich drauf gekommen, dass die Detektive in der heutigen Zeit eigentlich so Scheidungsgeschichten machen und mehr so irgendwie, ich glaube, die meiste Zeit irgendwo sitzen und einfach schauen, wer was falsch ist. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, also vielleicht ist Detektiv jetzt nicht so das Wahre, so mitten in der Nacht in irgendeinem Auto zu sitzen, Fastfood reinzuschaufeln und irgendwie zu hoffen, dass was passiert. Und es geht halt um dieses tiefer, also Profiling finde ich auch einen schönen Begriff, wo es darum geht, einfach tieferes Verständnis aufzubauen, für wen ich das eigentlich mache. Empathie hat aber nichts damit zu tun, dass ich jemanden mögen muss. Es hat mehr damit zu tun, dass ich verstehe seine Beweggründe, warum er etwas tut. Das muss ich auch nicht gut finden. Das ist einfach, ich muss mir bewusst sein, das ist seine Welt, das ist seine Erfahrung und ich kann das vielleicht nachvollziehen ein Stück, was nicht bedeutet, dass ich es gleich gut finden muss oder ja, wirklich ein Verständnis aufbauen muss. Die besten Empathen sind angeblich Soziopathen, Serienmörder und Leute, die gut Menschen quälen können, weil sie sich sehr gut in den anderen hineinspüren können. Und da würde ich behaupten, die mögen Menschen nicht unbedingt. Ja, das stimmt natürlich, ja. Es kann auch auf einer rein rationalen Ebene funktionieren. Das hat man ja auch im Film und im Fernsehen, die klassischen Serienmörder oder so, die immer extrem gute Beobachtungsgabe, hochintelligent und sind sehr, sehr gute Manipulatoren. Absolut. Und ich glaube, das sind wir auch in gewisser Weise, um zu verstehen, was Leute brauchen. Und Menschen können zum Beispiel ganz schwer mit ihren Bedürfnissen umgehen, beziehungsweise auch ihre Bedürfnisse überhaupt artikulieren. Und du musst ihnen helfen, dass sie das können. Und deswegen sage ich immer, du musst sie dort abholen, wo sie sind und ihnen dann Sprungbretter oder Brücken anbieten, über die sie dann gehen können, um selber auf die Lösung zu kommen. Und in gewisser Weise
Manipulation hat immer so was Negatives, aber in gewisser Weise legst du ihnen die Steine und den Weg, damit sie sich leichter tun. Also das, ja, das ist eh genauso, es ist ein negativ belegter Begriff, aber es geht, wenn ja, jemanden dazu etwas zu bewegen, Marketing, das ist, es ist alles ein sehr, sehr fließendes Feld. Ja. Wie kommt man dazu, das zu machen oder was ist dein Background? Kommst du aus der Psychologie oder aus Wirtschaft? Genau, also ich habe eigentlich beide studiert. Ich habe ganz klassisch nach der Schule mit BWL begonnen und habe danach Pädagogik studiert und wollte eigentlich nie wirklich arbeiten gehen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also es klingt blöd, ich wollte nicht arbeiten gehen. Ich habe immer während meines Studiums gearbeitet, aber ich habe nicht recht gewusst, wohin die Reise gehen soll und habe mich nirgends wiedergefunden. Und irgendwie mich so anstellen zu lassen und die Verantwortung für mein Handeln und für mein Tun anderen zu übergeben, das auch zu bewerten, das hat mir irgendwie nie getaugt, sondern ich wollte irgendwie auch direkt Feedback haben und wenn jemandem etwas nicht taugt, dass es mir sagt. Und ja, das war mir irgendwie immer ein Bedürfnis. Und dann habe ich Wirtschaftspsychologie in Hamburg studiert und in der Zwischenzeit hat sich mein Mann selbstständig gemacht als Unternehmensberater im Bereich IT. Und er ist Business Analyst, das heißt, er zerlegt das Unternehmen und die Prozesse in die Einzelheiten, um sie dann besser zu verstehen und sie neu zusammenzusetzen, so dass es wieder funktioniert. Und ich habe Peter dann im Marketing unterstützt und habe gesagt, naja, also eigentlich fehlt es nur daran, die Anforderungen, die Stakeholder zu verstehen und in Wahrheit fehlt es an der Kommunikation, die reden nicht miteinander oft. Haben sie geheime Agenten, die sie verfolgen, die ihnen gar nicht bewusst sind? Oder es ist meiner Meinung nach so rein von dem, was ich mitbekommen habe, hat es halt immer an der Kommunikation letzten Endes gescheitert. Ich dachte immer, na, das ist zu einfach und so kannst du es nicht sehen. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich glaube schon, dass es eigentlich wirklich auch daran liegt, dass diese Stakeholder nicht die Ziele und Bedürfnisse der anderen verstehen und sich auch nicht die Zeit nehmen und auch nicht die Zeit nehmen, warum Prozesse so funktionieren, wie sie funktionieren. Und habe mich dann eigentlich mit Empathie sehr beschäftigt und bin über die Empathie, Empathie kannst du eben nicht verkaufen in Unternehmen als selbstständiger Berater für Empathie. Das ist so schwammig, das ist so, da ist kein Ergebnis dahinter. Was hat ein Unternehmen, wenn es empathischer ist? Also so jetzt wirklich in Zahlen, Daten, Fakten. Das ist halt schwer begreifbar zu machen. Und da habe ich mich dann umgesehen, was es gibt an Innovationen, an Problemlösungstechniken und bin so nach Amerika gekommen zu den Kelly-Brüdern, mit denen ich auch viel Kontakt hatte und habe dann Design Thinking für mich entdeckt. Und genau, seitdem mache ich Design Thinking, was einfach ein sehr menschenzentrierter, empathischer Zugang ist. Und das ist im Übrigen Monster. Hallo Monster! Und ihr macht die Workshop auch gemeinsam, Peter und du? Genau, das ist das Schöne. Also Peter sagt immer, er hat sich dann vom ITler zum Menschen entwickelt, weil er gelernt hat, wie wichtig das ist, wirklich das Gegenüber, dem, der das Problem hat, zu verstehen, bevor ich irgendwie großartig mit Lösungen, mit IT-Lösungen komme. IT ist in der heutigen Zeit ohne Frage ein ganz, ganz wichtiges Feld und wird immer in unsere Lösungen eingebunden. Aber es nützt die beste IT nichts, wenn ich nicht verstehe, was das Problem ist oder für wen ich überhaupt diese Software oder diesen Prozess neu aufbaue. Und das Schöne bei Peter ist, dadurch, dass er wirklich diesen technischen Hintergrund hat, dass er sehr gut Methoden erklären kann und sehr gut Vorgänge analysiert und ich aber sehr schnell merke, was die Menschen brauchen, die gerade in dem Workshop sitzen oder für die wir arbeiten. Weil wir einerseits aufgrund unserer Erfahrungen so ticken, wie wir ticken, aber andererseits auch sehr tagesabhängig agieren und an manchen Tagen brauchen wir andere Lösungsstrategien oder Methoden als am anderen Tag, einfach weil wir einen schlechten Vortag hatten, weil wir schlechte Nachrichten bekommen haben, weil wir einen tollen Tag hatten und dafür braucht es andere Methoden und ich schaue dann Peter immer an und sage, wir machen jetzt Empathy Map und er weiß, dass das dann passt und dann erklärt er das und führt die Leute wirklich so durch, dass sie es auch gut verstehen und das ist halt so ein riesen Vorteil bei uns, dass einerseits Mann-Frau, das heißt, ich habe auch wirklich diese weibliche Seite, dass ich das spüren darf und eher diese technische, erklärerische Seite. Und das hilft den Kunden auch, das annehmen zu können, weil es sozusagen von mehreren Seiten reflektiert wird. Und normalerweise hast du auch immer Kunden, die sich von einem Mann besser unterstützen lassen können als von einer Frau und umgekehrt. Und damit spielen wir und das macht uns auch viel mehr Spaß. Das ergänzt sich einfach schön. Das ist ein Mehrwert für beide, aber das machst du und deine Frau ja auch, ne? Ja, sollte man, wenn ich dir
Das sollte man vielleicht verstärkt machen. Klingt Es gut nach zahlt sich einer aus, coolen definitiv. Kombination. Ja. Es macht einfach Spaß, vor allem wenn man gut eingespieltes Team ist und oft reicht Ja. ein Augenkontakt, dass man merkt, okay, da müssen wir jetzt vielleicht in eine andere Richtung eingehen oder wir machen mal kurz eine Pause und besprechen uns und das ist halt echt super. Wobei, ich denke mal, auch die andere Seite ist, man braucht dann aber auch die Selbstdisziplin, privat und beruflich zu trennen. Das ist ja auch nicht ohne. Ja, wobei, also ich sage, ich bin niemand, der an Work-Life-Balance glaubt, Ich auch sondern nicht, nein. ich finde, das ist eins, du kannst das nicht trennen, weil also gerade wir Selbstständige, muss ich dir nicht sagen, also wir beginnen in der Früh über das Business zu reden und im Bett reden wir dann oft auch noch drüber, na, was war der Kunde und was ist da passiert und. Und nachdem für uns dieses Wachstum, dieses zu sehen, was wir aus Menschen herausholen können und wie viel besser es dann läuft und wie gut die Kommunikation ist, das ist so eine unglaublich befriedigende, schöne Arbeit. Und dadurch trennen wir das auch gar nicht bewusst. Also wir haben zwar ein paar Therapeuten auf 4 Pfoten und die brauchen wir auch definitiv, weil du einfach, wenn du zu viel arbeitest, dann bist du Ja. nur im Denken. Und wir haben uns angewöhnt, mit dem Hund rauszugehen. Müssen wir beide, weil sonst ist es unfair, wenn immer nur der eine geht, wenn schlechtes Wetter ist und der andere. Also haben wir uns gezwungen, okay, müssen beide in den sauren Apfel beißen und sind draufgekommen, dass das für uns eine super Paartherapie ist, wo wir nicht nur über Berufliches, sondern halt auch über Privates reden. Aber wie gesagt, Privates, ja, das vermischt sich so stark, dass ich gar nicht wüsste, wo ich die Grenze ziehen sollte. Das muss ich der Astrid unbedingt vorspielen. Bei uns gehe ich immer mit dem Hund bei schlechtem Wetter. Wirklich, Ja, aber das es kann stört mich nicht. Es echt stört mich nicht. Ja. gehen. Also das gab bei uns Streitereien. Wir sind seit 17 Jahren zusammen oder seit 18 und haben seit 17 Jahren einen Hund. Und das war halt am Anfang wirklich so, na, es regnet, jetzt geh du raus. Oder in der Nacht, na, es ist mal kalt, geh du raus. Das waren ewige Diskussionen, bis wir beschlossen haben, gut, okay, der Hund muss raus, wir gehen beide raus. Und das hat dann geholfen, weil durch dieses Gehen, das hat was sehr Meditatives, also auch den gleichen Schritt zu finden und zu reden. Und es ist nun mal kalt draußen und wir wohnen am Stadtrand, da ist der Handyempfang jetzt nicht so toll und das war doch sozial so, dass wir nicht unbedingt am Handy herumscrollen, wenn wir mit dem anderen gehen. Und dann kommst du halt viel leichter ins Reden und das ist sehr schön und ja, sind beide schön. Ich meine, es gibt Zeiten, wo nur ich gehe und wo nur er gehen, aber das ist dann mehr so Tür auf und raus und Tür wieder zu. Ja, Ja. die Kurzrunden. Genau, die Mini-Runden, der Hund muss jetzt wirklich raus und der andere hat keine Zeit, aber wir gehen schon ein-, zweimal am Tag wirklich eine halbe Stunde mit ihr spazieren und das kann ich wirklich empfehlen, tut der Beziehung gut. Ich liebe das Spazierengehen. Das war, ich habe mal, also ist auch, wenn man viel am Computer arbeitet, wie gesagt, du musst ja dann raus zu jeder Zeit. Aber Ja, und es ist auch nicht umsonst, dass Steve Jobs zum Beispiel die besten Meetings im Gehen hatte. ja, klar. Da einfach, also das sagt man auch beim kreativen Denken, du hast dann die verschiedenen Einflüsse, du siehst viel mehr und durch dieses meditative Gehen, durch diesen Gleichschritt kommst du auch neurologisch gesehen in einen anderen State. Und das hilft dir halt, Dinge anders zu bewerten, anders zu sehen, offen zu sein für Lösungen, die du vielleicht hinterm Computer nicht findest. Also Chevy Chase oder, nein, ich glaube, es war John Cleese, hat einmal gesagt, unsere Ideen kommen nicht von Google. Und das ist so. Ja, das Wenn ist du wahr. nicht weißt, was dich bewegt oder wo die Lösung liegen kann und offen dafür bist, dann hilft dir Google auch nicht weiter. Und das findest du halt eher in dir selber, in deinen Erfahrungen und in der Reflexion mit anderen. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter von rausgehen, spazieren gehen. Und wir haben es auch schon probiert, mit Sport zu machen, à la Tennis, à la, man geht in die Sporthalle, aber na, also da geht es halt dann wirklich um den Sport. Genau, ja. Ja. Spazieren gehen geht es halt mehr um die Reflexion. Das kann man wahrscheinlich auch nicht vermischen. Du hast aber hundertprozentig recht. Ich habe gerade überlegt, jetzt, wenn du es erzählt hast, der Linked Friday und die Sendung hier und so weiter. Das waren alles Dinge, die mir beim Spazierengehen mit den Hunden eingefallen sind. Das Ja. wird immer gemacht, das, ja. Da bist du einfach in deiner Mitte, da bist du offen und vor allem dann, wenn du nicht nach Lösungen jetzt explizit suchst, sondern Genau, genau, genau. dich offen fühlst und schaust, was da los ist und dann kommst du ins Denken und wenn du dann das noch mit der Astrid zum Beispiel reflektieren kannst, dann das ist total bereichernd und befruchtend. Ja, also zwei Premieren. Zum ersten Mal ein LinkedIn Top Voice, eine LinkedIn Top Voice bei mir zu Gast in der Sendung. Und ihr habt es bemerkt, die erste Katze, Monster. Hunde gibt es ja hier in der LinkedIn Show öfter zu sehen.
An dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an die Zuseher. Ich wollte immer schon mal sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns von den Zusehern auf Dreisat. Aber nein, wir verabschieden uns noch lange nicht. Der zweite Teil des Interviews mit Ingrid wartet noch in dieser Sendung danach. Mein Gespräch mit Marina Zeyertz über Digital Personal Branding. Hallo Marina, auch hier live dabei. Also wenn ihr Fragen habt, einfach die Kommentarfunktion eiskalt beinhart füttern, auch über Weihnachts-, Neujahrswünsche freue ich mich. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen zum Thema Digital Branding habt, ja, Tonqualität, Bildqualität, irgendwelche Probleme, bitte einfach Bescheid sagen. Ja, Design Thinking, ein sehr, sehr mächtiger Ansatz, wo es eben auch darum geht, Kreativität und Gefühle anzusprechen. Wir Menschen sind nun mal keine rein rationalen, faktenbasierten Wesen. Und bei dem, was Ingrid tut, spielt LinkedIn auch eine recht, recht große Rolle. Und genau darüber haben wir uns im zweiten Teil des Interviews unterhalten, der gleich folgt. Aber an dieser Stelle, hallo Ilkay, war vorige Woche bei mir in der Sendung. Hallo Christian, hoffentlich wieder erholt. Hallo Frank, hallo Dietmar, freut mich, dass ihr dabei seid. Freut mich, dass ihr euch in der busy Christmas time die Zeit nehmt, hier diese kleine Sendung mitzuverfolgen. Und damit genug Zwischenmoderation. Wir kommen zum zweiten Teil des Interviews mit Ingrid. Viel Vergnügen. Liebe Ingrid, ich könnte stundenlang mit dir reden. Das, was du beruflich machst, ist allein spannend genug für mehrere Interviews. Aber es gibt noch einen konkreten Grund, warum ich dich gerade heute in die Sendung eingeladen habe. LinkedIn Dach hat jetzt vor kurzem, ich glaube vor 2 Wochen, die Top Voices veröffentlicht für den deutschsprachigen Raum, wie sie es jedes Jahr machen. Und du bist jetzt zum 3. Mal hintereinander Top Voice. Nur zwei Leute aus Österreich, der Günther Wagner und du, die einzige weibliche Top Voice. Ich glaube, die Zuseher, die bis jetzt zugehört haben, die können sich schon durchaus vorstellen, dass du sehr interessante Dinge zu erzählen hast. Aber wie siehst du das selber? Warum bist du jetzt das 3. Jahr in Folge Top Voice? Also es ist ganz witzig, ich bekomme manchmal sogar Anfragen von PR-Agenturen, Frau Gerstbach, wie wird mir Top Voice? Und ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich bin Schreibdenker, das ist mein großer Vorteil. Und also ich habe auch schon 6 Bücher geschrieben und ich reflektiere sehr viel über Schreiben. Und ich bekomme oft ganz spannende Anfragen über persönliche Messages. Und die fragen mich dann zum Beispiel, ja, wie ist es mit Narzissten, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Und dann reflektiere ich das in einem wöchentlichen Blog, den ich eben bei LinkedIn jeden Montag dann veröffentliche. Und das hat sich dann so ergeben, dass mich die Sarah Weber, das ist ja die Redakteurin, angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich mal im Advent einen kleinen Artikel rund um den Advent schreibe. Und das fand ich nett und ich mag LinkedIn als Plattform extrem. Und so habe ich dann begonnen, eben zu schreiben und plötzlich habe ich bekommen, ja, Ingrid, du bist jetzt Top Voice. Und ich habe, Top was? Und ja, das ist so quasi der C-Promi von den Schriftstellern auf, also bei LinkedIn ist es der A-Promi, aber so ja. In Österreich wird es ein bisschen der C-Promi. Bei Let's Dance hat mir letztens jemand gesagt, was ich sehr nett fand. Und das hat sich dann so ergeben, also es war weder das Ziel, sondern ich schreibe da über Sachen, die mich beschäftigen oder die andere Menschen beschäftigen. Und scheinbar stößt das auf Widerhall und es freut mich total. Aber wie man, also ich glaube, es gibt einen Algorithmus, wie sie es auswerten, dass man überhaupt Top Voice wird. Aber es ist eine riesen Auszeichnung. Ich freue mich total darüber und es ist schön, weil dann merke ich auch, dass es anderen hilft, das, was ich schreibe, dass sie damit was anfangen können und das ist einfach für mich ein total schönes Lob und ja. Was ich sehr cool finde, ist eigentlich, dass es einen Algorithmus gibt, der so eine Vorauswahl trifft, dass aber dann eben menschliche Redakteure sich die Beiträge anschauen und so weiter und das entscheiden. Also das ist schon, ich muss auch sagen, das ist insofern eine wirklich tolle Auszeichnung, weil alle in dieser Top-Voice-Liste sind wahnsinnig interessante Personen, die sehr viel zu erzählen haben. Also es ist großartig und ich also von Herrn Ametsreiter angefangen über wirklich spannende Leute, wo ich mir denke, wow, also ich werde nie auf die Idee kommen und teilweise frage ich mich immer, was habe ich da jetzt in dieser Liste verloren? Es kommt mir selber ein bisschen so surreal und skurril vor, weil für mich das nicht so, ich habe es auch nie forciert, muss ich sagen. Das ja, ja, ja. Ist nicht passiert und
Das ist so, wie du sagst, das Schöne, dass dann niemand menschlicher dahinter ist, der sagt, ich finde die nett und ich mag die und deswegen schenken wir ihr da quasi diese Auszeichnung, sondern dass dein Computer dahinter ist. Das ist halbwegs objektiv, ja. Jetzt vermute ich mal, nachdem du 2017 zum ersten Mal Top Voice warst, dass du LinkedIn auch schon ein Weilchen länger verwendest. Ja, ich verwende es, glaube ich, aber erst seit 2016 richtig. Ja, und zwar aufgrund von einer Beraterin, von einer lieben Freundin, die gemeint hat, LinkedIn ist jetzt im Kommen und wir haben uns damals stärker mit so Online-Marketing beschäftigt. Und ich bin kein Freund von Xing, weil Xing sehr viel menschlich, finde ich, hineinfuscht. Also da gibt es Redakteure, die entscheiden, darfst du schreiben oder nicht. Da durfte ich meinen Blog zum Beispiel nie wirklich veröffentlichen, weil der musste immer vorredaktionell eingereicht werden und dann fehlt diese, also ich fand das furchtbar und auch allein wie die Menschen untereinander dort miteinander reden. Ja, also bei LinkedIn, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kriege so viele nette Nachrichten auf LinkedIn und Kontaktanfragen, wo es geht, hallo Ingrid, ich finde das super, was du geschrieben hast, ich würde mich gerne vernetzen und ich mache das und das und so tolle Kontakte wie dich, habe ich nur über LinkedIn kennengelernt und bei Xing kriegst du immer, sehr geehrte Frau Gersbach, ich würde mich sehr freuen, wenn, und das sind auch solche Leute, wo die Werte dann auch nicht unbedingt so kompatibel sind mit meinen und LinkedIn, die sind einfach locker, denen sind Menschen wichtig und ich finde, so haben sie auch wirklich die ganze Plattform aufgebaut. Also finde ich super, dass es dich gibt, der sich so speziell mit LinkedIn auseinandersetzt, weil ich glaube, das ist gerade erst im Kommen. Im deutschsprachigen Raum, das ist in Österreich, wenn du schaust in den letzten 12 Monaten, da ist das rasant nach oben gegangen. Aber ich bin ja bei Social Media, ich bin kompletter Pragmatiker. Ich habe Twitter intensiv verwendet früher, ich habe Instagram verwendet. Mein Hauptinteresse war, über Social-Media-Kanäle Traffic zu meinem Blog zu kriegen. Okay. Am Anfang habe ich gedacht, LinkedIn ist auch sowas. Das ist es aber gar nicht. Das ist, ist eigentlich so, wie man sich Social-Media vorgestellt hätte. Für mich haben sich schon so tolle Sachen ergeben, das Interview mit dir, Leute, die ich kennenlerne, aber dann auch ganz konkrete Projekte. Ich mache jetzt mit drei Leuten, mit der Britta, der Marina, die heute auch in der Sendung ist, und dem Thomas. Wir machen am 13. Februar einen analogen Event sozusagen, man trifft die Leute dann auch, da entstehen Dinge daraus. Das ist schon ziemlich ein Hammer. Das ist super und das ist nicht nur deutschsprachig, sondern das ist halt im ganzen englischsprachigen Raum. Also ich schreibe nur in Deutsch, weil für mich die Worte, die wir verwenden, eine gewisse Aussagekraft haben. Aber das ist unglaublich spannend, wie vernetzt und wie, was für tolle Leute du dort kennenlernst und wie viele Ideen und ja, also ich bin ein Riesenfan. Ich hätte es nie gedacht, ich nutze Social Media sonst eher so sporadisch, so wie du sagst, um Traffic ein bisschen zu generieren, um meine Kunden auf dem Laufenden zu halten. Aber bei LinkedIn, da finde ich dieses Menschliche total schön. Also ich bin auch mit der Sarah Weber in Kontakt und wenn ich eine Frage habe, sie antwortet sofort. Letztens ist mein Newsletter ausgefallen und wir wussten nicht warum. Und da war irgendwie ein technischer Fehler und die kümmern sich um dich. Also ich bin jetzt, ich werde im Februar werde ich einen Kurs aufnehmen für LinkedIn Learning. Allein der Onboarding-Prozess und die sehr respektvolle, wertschätzende Art, wie da alle miteinander umgehen. Ja, das wird dir so einen Spaß machen. Wir haben das gemacht im September über Empathie und Kreativität in Graz und das Team ist unglaublich nett. Also die sind so herzlich und nett und bemüht und das ist was Tolles draus geworden. Das hat Spaß gemacht, das hätte ich nie gedacht. Und du merkst bei LinkedIn, das sind Menschen. Ja, das ist keine Maschine, das ist kein Prozess, das ist kein... Also ich habe mich mit Xing auch auseinandergesetzt in einem Buch, wo es darum gegangen ist, wie die innovativ arbeiten. Und die sind auch tolle, sehr schlaue Leute, die sehr innovativ arbeiten, aber bei denen geht es mehr um den Prozess. Und bei LinkedIn geht es halt wirklich um den Mensch, der dahinter steht. Und die probieren viel aus und ich darf oft Beta-Tester für gewisse Produkte sein, aber du merkst, die machen sich Gedanken. Und sie lassen dich auch so sein, wie du bist. Und wenn mal was nicht klappt, kannst du nachfragen oder sie fragen nach. Und das ist echt schön. Ja, und es ist auch, ich meine, das ist der entscheidende Punkt, aber es ist auch auf der pragmatisch-technologischen Ebene, sage ich mal, was die da an Features machen. Das ist eine sehr tolle Entwicklung. Jetzt das Live-Video und die Events und so weiter. Das passiert wahnsinnig schnell. Da kommen wahnsinnig viele Features, Dienstleistungen. Sie denken mit und sie entwickeln sie eben aufgrund der Bedürfnisse vom Nutzer. Ja. Also wir waren auch, du wirst es wahrscheinlich auch in Graz machen, weil Graz ist ja dort ihr Studio. Genau. Und wir haben auch LinkedIn dort besuchen dürfen. Und wenn du dorthin gehst, jeder grüßt freundlich. Die haben eine riesen Cafeteria, wo sie sich ständig treffen. Es ist du fühlst dich sofort wie in einer Familie.
Und da fühlt sich auch aufgenommen. Und da sitzt dann jemand aus Ecuador und aus Spanien und die sind in derselben Abteilung wie die Amerikaner und dann haben sie wieder am Abend irgendein gemeinsames Event und du bist auch gleich eingeladen, weil eigentlich gehörst du ja auch zur LinkedIn-Familie. Das ist wirklich nett. Cool, cool. Dein Kurs, ist der schon veröffentlicht oder kommt der jetzt in Der ist schon veröffentlicht, der ist, glaube ich, vor einer Woche erst veröffentlicht worden. Link gibt es in den Kommentaren. Zum Kurs. Dankeschön. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich freue mich drauf. Ich habe eine lange Liste an Kursen und E-Books, die ich jetzt für die ruhigeren Weihnachtsfeiertage auf spannende Dinge. Also ich glaube, das ist Wahnsinn. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel an Informationen schluckt, weil es so viele spannende, interessante Persönlichkeiten sind. Und wir nehmen demnächst einen zweiten Kurs auf. Also du wirst auch merken, du wirst ein bisschen süchtig, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil es ein toller Prozess ist. Aber da kommen Sie diesmal nach Wien und wir werden im Innovationsraum bei uns drehen und das ist einfach, das ist schön. Das sind wirklich, wirklich liebe Leute. Also das klingt jetzt alles für mich gar nicht so, als ob du vorhättest, 2020 LinkedIn weniger intensiv zu nutzen. Nein, also das kann ich. Ich werde sicher beruflich ein bisschen kürzer treten mit den Beratungen, einfach weil es sehr, sehr viel ist. Und Empathie ist eine Ressource, die viel Energie braucht, was viele nicht wissen. Also und ich lasse mich in jedes Projekt wirklich ganz stark mit meinem Kunden ein und versuche ihn zu verstehen. Und das zehrt an meinen Energiereserven. Aber bei LinkedIn, also da lasse ich nicht locker, weil es ist eine tolle Plattform und ich freue mich drauf, wie sich das dort weiterentwickelt. Ich werde auch ganz neugierig deinen Kanal weiterverfolgen, weil ich dort, glaube ich, mehr an die Details komme, die wirklich spannend sind und für mich relevant vor allem. Aber das ist ja, das ist toll, das Vernetzen und der Austausch und das genieße ich sehr und das gibt mir wieder Energie. Also LinkedIn ist etwas, wo du viel Energie zurückbekommst. Oh ja, oh ja. Liebe Ingrid, zum Abschluss eine Frage. Du bist, das ist die Premiere heute, aber diese Frage werde ich in Zukunft allen meinen Gästen in der LinkedIn-Show stellen. Erzähl uns doch irgendwas über dich, das dein LinkedIn-Netzwerk nicht über dich weiß oder das zumindest die meisten vermutlich nicht über dich wissen, die dich beruflich kennen. Okay, ich überlege gerade, also etwas, was die meisten nicht wissen auf LinkedIn, weil LinkedIn für mich eben eher eine berufliche Ebene als eine private ist, ist einerseits, dass ich sehr viel mit meinem Mann gemeinsam die Workshops mache. Da kommen sie immer erst drauf, wenn wir dann in Projekten drinnen sind. Und das andere ist, dass wir einen Hund haben, einen Junghund jetzt mit 5 Monaten. Und den werden wir als Therapiehund ausbilden. Cool. Ja, der wird, also heute ist sogar der erste Workshop beim Roten Kreuz, weil sie noch eine ganz neue Perspektive mit einbringt. Und Sigmund Freud hatte den ersten Therapiehund, den ersten offiziellen. Und darauf freue ich mich sehr. Und wenn das klappt, dann erfährt es auch LinkedIn davon. Aber zurzeit ist das auch noch so ein Beta-Test und wir schauen, wie das wirklich funktioniert und wie die Kunden das auch annehmen werden. Da bin ich sehr gespannt. Das ist aber ganz neu, ja. Sehr, sozusagen sehr cool. Der erste, der davon offiziell im beruflichen Netzwerk erfährt. Super, super. Ja, ich meine zwei arbeiten manchmal mit bei meinen Wahrnehmungsworkshops und machen Zaubertricks. Das ist, weil die Leute immer sagen, kein Hunde- oder Katzen-Content auf LinkedIn. Nein, Tiere können auch gut mitarbeiten. Bei Themen wie Empathie oder Wahrnehmung können die da sehr helfen. Total, absolut. Also ich würde jetzt keine Katzenvideos auf LinkedIn posten und ich schreibe auch nicht, ja, ich bin so traurig, weil mein Hund ist gerade verstorben oder so. Das sind so Sachen, die ich finde, die haben auf LinkedIn nichts zu suchen. Ja, das kann ich auf Facebook teilen, das kann ich auf Instagram teilen, dort habe ich es auch geteilt. Aber auf LinkedIn, das ist dann zu persönlich und ich glaube, das würde viele auch überfordern. Aber sie dann mit in die Workshops zu nehmen und zu schauen, was das mit den Menschen innerhalb des beruflichen Kontexts macht, das werde ich dann gerne teilen. Sehr spannend. Liebe Ingrid, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Advent, nur mehr kurz und dann wunderbare Feiertage. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder mal plaudern. Sehr gerne, lieber Richie. Vielen Dank nochmal für die Einladung und das war ein wirklich nettes Gespräch. Das finde ich auch. Danke dir. Bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Da gibt es einen gewissen gemeinsamen Erfahrungshorizont offenbar, den nicht nur Ingrid und ich, sondern den immer mehr LinkedIn-Nutzer teilen in letzter Zeit. Wir haben es hier an dieser Stelle schon öfter erwähnt. In den letzten Monaten, speziell 2019, ist die Plattform hier richtig explodiert im deutschsprachigen Raum. An dieser Stelle herzlich willkommen Christoph, hallo Katja, hallo Markus. Markus schreibt hier,
möchte ich nochmal kurz vorlesen. Interessant, was ihr da sagt. Ich finde auch, dass ich bei LinkedIn insbesondere seit ein bis eineinhalb Jahren, extrem zum Positiven gewandelt hat. LinkedIn ist irgendwie menschlich für mich das beste Social Network. Danke für euren Beitrag. Danke, Markus. Ich kann dem, wie gesagt, nur zustimmen. Ich habe jetzt wieder mal dran denken müssen, dass vor, glaube ich, ungefähr einem Jahr dein Kollege auf Facebook geschrieben, ich habe irgendwas über LinkedIn gepostet. Dort trifft man ja nur Blockchain-Experten und Multi-Level-Marketer. Ja, ich kann nur sagen, man, you don't know what you're missing out. Also wie gesagt, wenn man sich da, macht man früher oder später die Erfahrung, man trifft da Menschen aus virtuellen, aus digitalen Beziehungen, entwickeln sich dann echte Projekte. Tolle Sache, ähnlich so, wie wir das immer haben wollten online. Und damit komme ich zu meiner zweiten Gesprächspartnerin. Marina Zeyerz, wohnhaft und tätig in Frankfurt. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Digital Personal Branding, bekanntlicherweise eines der wichtigen Ingredients auf LinkedIn sozusagen. Wir haben es hier mit Social Selling zu tun, mit Employer Branding, Content Marketing und Storytelling spielen eine wichtige Rolle. Aber man könnte sagen, Personal Branding ist eigentlich die Grundlage für alles. Und genauso wie bei den Dingen, die Ingrid macht, geht es bei, behaupte ich jetzt mal, bei Marinas Tätigkeit eben auch nicht nur um Verfahrensweisen, um technisches Wissen, sondern ganz, ganz stark um die intrinsische Motivation. Tatsächlich bedeutet Digital Personal Branding ja auch immer eine Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Man muss wissen, wer man ist, welche Potenziale man hat und ja, dann kann die verrückte Reise beginnen. Aber hören wir uns das Ganze in Marinas Worten an. War ein sehr, sehr tolles Gespräch. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil. Liebe Marina, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist in der letzten Sendung vor der Weihnachtspause. Du bist selbstständig, du wohnst und arbeitest in Frankfurt und du bist Expertin für Digital Personal Branding. Was ist Personal Branding? Vielen Dank, Richie. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und was ist Digital Personal Branding? Im Endeffekt geht es da um zwei Aspekte. Nummer eins, und das ist die Basis für Digital Personal Branding, erstmal das Wissen, was ist eigentlich meine Positionierung? Also was sind die, ich nenne es Superkräfte, die ich mitbringe? Das sind sowohl Fachkenntnisse als auch deine Erfahrung. Das ist dein Netzwerk und viele andere Vorteile, Aspekte, die du als Person mitbringst. Es sind die Ziele, die du hast. Also Personal Branding bedeutet, du weißt auch, wo du hin willst. Und deine Zielgruppe. Und aus diesem Dreiklang, aus deine Superkräfte, deine Ziele und deine Zielgruppe in der Mitte, das ist dann deine Positionierung. Das heißt, als allererstes hat Personal Branding immer mit der Innensicht zu tun und mit Persönlichkeitsarbeit, mit Reflexion und rausfinden, wer bin ich eigentlich als Person und wo möchte ich hin. Und der zweite Teil, wenn Positionierung geklärt ist, ist dann die Sichtbarkeit. Und da kommt das Digital von Digital Personal Branding mit ins Spiel, weil du natürlich heute über die sozialen Kanäle, wie zum Beispiel LinkedIn, eine ganz andere Möglichkeit hast, deine Sichtbarkeit aufzubauen, in die Welt zu tragen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die von deiner Expertise, die von deiner Personal Brand profitieren können. Live-Videos zu machen und einfach so, zum Beispiel könnte man machen. Ja, über LinkedIn kennengelernt. Genau, ja. Ja. Und wir werden uns demnächst im Februar auch analog und im richtigen Leben kennenlernen, aber dazu später mehr. Entschuldigung, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich glaube. Genau, also das sind die zwei Bestandteile. Nummer eins, Positionierung und Nummer zwei dann die Sichtbarkeit, um zu verstehen, welche Kanäle kann ich nutzen, um sichtbar zu sein, wo hält sich meine Zielgruppe auf und wie verpacke ich jetzt den Mehrwert, den ich als Person mitbringe, in bestimmte Content-Pieces, in bestimmte Kanäle, um eben die Menschen zu erreichen, die ich erreichen möchte.
Ich finde, du stellst das ganz fantastisch dar, weil das ist ja, oder ich habe zumindest den Eindruck, oft ist es so, dass die Leute beginnen mit der Überlegung, welche Content-Pieces, wie, was poste ich, ohne sozusagen diese Vorarbeit geleistet zu haben, über die eigene Positionierung und vor allem auch über die Zielgruppe. Das ist ja die Grundlage. Und es gibt noch was mich sehr beschäftigt bei dem Thema, vom Wort her. Brand heißt ja Marke eigentlich, und unter Branding verstand man früher mal, sage ich, den Markenaufbau eigentlich. Und jetzt haben wir Personal Branding. Jetzt ist ja eine Person keine Marke, und die ganzen Statistiken und Zahlen deuten darauf hin, dass das Vertrauen in Marken schwindet, dass Markenaufbau immer schwieriger wird, dass auf der einen Seite aber die Positionierung über Personen erfolgt. Das heißt, das ist natürlich auch eine Situation, in der Personal Branding immer wichtiger wird oder eine der wichtigsten Kommunikationstaktiken oder Strategien überhaupt. Oder wie siehst du das? Absolut. Momentan sehen wir auch diesen Trend, der sich da Corporate Influencer nennt. Das heißt, Unternehmen merken natürlich, okay, also irgendwie ist es immer schwieriger, gerade im Kanal Social Media durchzudringen mit dem klassischen Marketing-Content. Und man sieht auch, dass eben potenzielle Bewerber, potenzielle Kunden eher ein Interesse an persönlicher Kommunikation haben. Sie haben ein Interesse daran zu verstehen, wer ist denn da der Mensch hinter der Marke? Wer kommuniziert denn da? Vertrauen entsteht vor allem zwischen Menschen. Und deswegen setzen Unternehmen immer verstärkter darauf, die eigenen Mitarbeiter zu befähigen, mit ihrer eigenen Marke und mit der Marke des Unternehmens zusammen quasi zu kommunizieren in Social Media, darüber Expertenthemen zu transportieren und so eben diesen Connect zu schaffen zu den potenziellen Zielgruppen, die man erreichen möchte. Und das funktioniert fantastisch. Also man denke da an Otto, die da ein riesiges Corporate Influencer-Programm aufgebaut haben über die letzten Jahre und mittlerweile, glaube ich, über 200 Corporate Influencer trainiert haben, die da einen großen Mehrwert schaffen und es auch geschafft haben, sukzessive die Wahrnehmung von Otto, von diesem Unternehmen, was früher, ja, ich sag mal, ein bisschen altbacken war und oh, immer noch Katalog, uff, die sterben irgendwann aus, zu drehen hin zu, okay, wow, das ist viel mehr als mittlerweile nur ein Kataloghersteller früher. Die haben es echt geschafft, in der Wahrnehmung anders wahrgenommen zu werden und das sicherlich zum großen Teil wegen der Corporate Influencer. Was ich ja auch sehr interessant daran finde, da hängt ja noch viel mehr dran, da geht es ja jetzt bei so einem Corporate Influencer-Programm, wenn man, ich behaupte jetzt mal, sein Unternehmen eher hierarchisch führt und ein bisschen paranoide Tendenzen hat, dass die Mitarbeiter schnell abhauen könnten, dann gibt es oft Bedenken. Ich sage, wenn ich meine Mitarbeiter jetzt zu Botschafter mache, der wird Experte und dann wird ihm die Konkurrenz ab. Und ich finde es spannend dran, weil letztendlich geht es ja um die Corporate Culture, darum, dass Mitarbeiter die wichtigste Ressource sind. Und wie auch oft im HR-Bereich mittlerweile, wie ich gelesen habe, man macht keine glücklichen Mitarbeiter dadurch, dass man einen Tischfußballtisch irgendwo aufstellt. Und auch sozusagen Gehalt ist ein Faktor, der muss passen, aber irgendwann die Zufriedenheit wird nicht, und je jünger die Generation ist, desto weniger übers Gehalt oder die Gratifikation passiert nicht nur übers Gehalt. Das heißt, das ist eigentlich, Personal Branding ist eigentlich ein Thema, das die gesamte Unternehmenskultur und den gesamten HR-Bereich sehr stark umfasst. Absolut. Und man merkt es auch in jeder Studie zum Thema, was wollen Mitarbeiter? Also die muss man sich gar nicht mal mehr durchlesen. Es kommt immer das Gleiche raus. Die Menschen wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Sie wollen sehen, dass sie da einen Impact schaffen, dass sie nicht nur ein kleines Rädchen irgendwo sind, sondern dass sie wirklich etwas beitragen. Und auf der anderen Seite wollen sie mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Und gut, woran merkst du, ob du mit tollen Menschen zusammenarbeiten wirst, wenn du noch nie irgendwie einen Einblick in das Unternehmen hattest als Bewerber? Und Corporate Influencer, die wirklich einem einen Einblick hinter die Kulissen geben, das ist deswegen so wertvoll, gerade im Bereich Employer Branding, weil Menschen verstehen, okay, wie tickt eigentlich das Unternehmen? Und das Thema, okay, die werden sichtbar und dann wandern sie ab, das ist tatsächlich eine Befürchtung, die viele, viele Unternehmen noch haben. Und ich sage immer, das ist eigentlich völlig unbegründet. Also natürlich werden sie sichtbarer, natürlich sind Recruiter auf LinkedIn und Xing unterwegs, keine Frage. Aber die Frage ist ja immer, warum wechseln Menschen das Unternehmen? Und es ist ja meistens nicht einfach nur Opportunität. Es ist ja meistens nicht,
oh, okay, ich sehe da was Neues und jetzt mache ich das einfach mal, Genau. sondern es spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Und oft ist es auch beispielsweise ein Mangel an Wertschätzung. Und ein Unternehmen, das die eigenen Mitarbeiter befähigt, gut zu kommunizieren, ein Unternehmen, das auch in die Personal Brand ihrer Mitarbeiter investiert, zeigt dadurch sehr viel Wertschätzung. Und das ist eigentlich eher etwas, was dazu beiträgt, dass die Mitmenschen, die Mitarbeiter eher im Unternehmen in der Position bleiben, wo sie sind. Ich sehe da ganz starke Parallelen zum Inbound-Marketing, wie der Seth Godin immer sagt, dass das Interrupten, also das Unterbrechen, irgendjemanden packen und schütteln und ihn so lange anbrüllen, Kauf, Kauf, wie man das mit Werbung macht, das funktioniert immer schlechter. Ich muss mich attraktiv machen, sodass der im Idealfall selber zu mir kommt. Und beim Image-HR-Bereich ist es auch so, man kann die Leute nicht anketten. Ich meine, wir haben die Galernzeiten haben wir zum Glück schon lange hinter uns. Man kann die nicht zwingen zu bleiben, man muss eben mit positiver Motivation arbeiten. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, das ist eigentlich ein sehr positiver Wandel in der Arbeitswelt. Ja. Apropos, es gibt, soweit ich weiß, noch keinen Studiengang irgendwo an einer FH für Corporate Influencing oder Employer Branding. Ich wäre nicht überrascht, wenn es irgendwann mal einen gibt. Aber wie ist dein Background? Wie kommt man dazu, sich mit diesem Thema zu befassen? Ist alles tatsächlich sukzessive passiert. Also ich habe hier in Frankfurt meinen Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften. So der klassische Studiengang, wenn du dich entweder für Wirtschaft wirklich interessierst oder wenn du einfach keine Ahnung hast, was du sonst machen sollst. Bei mir war es zweiteres der Fall, ein bisschen vom ersteren. Ihr Publizistik studiert, das ist das zweite Studium, Ja. was. Stimmt, da sind ein paar Parallelen, ne? Ja. Ich hab's nur die schwierigeren Prüfungen. Ja, Ja. das, wobei, ja, das wäre nochmal eine separate Diskussion. Und naja, nach dem Studium, nach dem Bachelorstudium wusste ich noch nicht so richtig, was ich machen sollte. Also habe ich noch einen Master drangehängt. Dann schon eher in Richtung Marketing und International Business. Das war schon eher die Richtung, wo ich gemerkt habe, okay, Marketing, so in dem Feld kann ich später was machen. Da will ich auf jeden Fall aktiv sein. Aber auch das ist ja natürlich ein Riesenfeld. Und da wusste ich auch immer noch nicht, was ich genau machen sollte und habe mich dann beworben bei einer Kommunikationsberatung, wo ich eben sehr viele Projekte gleichzeitig sehen konnte und in dieses Feld einfach mal eintauchen konnte. Habe angefangen bei einer großen internationalen Beratung hier in Frankfurt und habe dann gemerkt, okay, Kommunikation ist das Feld, was ich machen möchte. Aber auf der anderen Seite, ich war schon immer so ein bisschen, ich will Sachen auf meine eigene Art und Weise machen, also immer so ein bisschen Querkopf und habe gemerkt, dass ich da irgendwie in so einen ganz festen Beratungsstrukturen, wo du die ersten 3, 4 Jahre auch wenig Kundenkontakt hast und wenig eigene Ideen einbringen kannst, dass ich da einfach nicht so wirklich reinpasse. Und habe gleichzeitig mir immer ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut in Frankfurt, gerade in die Gründerszene, die damals noch sehr klein und süß war, so vor 6, 7 Jahren. Und habe einfach viele Gründer kennengelernt. Und die haben mitbekommen, dass ich Kommunikation mache und haben gesagt, Marina, wir brauchen auch Kommunikation, wir launchen demnächst oder bei uns steht demnächst die nächste Wachstumsphase an, Investmentphase und wir brauchen Kommunikation dringend, aber wir haben natürlich nicht das Budget, um die großen Kommunikationsberatungen dieser Welt zu bezahlen. Und so habe ich einfach angefangen, die zu beraten, während ich mich auf andere Stellen beworben habe, weil ich wusste, Beratung ist es erstmal nicht. Und so hat sich das entwickelt. Und nach einem halben Jahr kamen auch größere Kunden hinzu, nicht nur Startups und mittlerweile ist es eine sehr schöne Mischung aus Konzernen, die ich berate, aber nach wie vor auch Startups, die ich berate. Und das ist etwas, was sehr voneinander profitiert, weil das, was du im Kleinen sozusagen ausprobierst mit wenig Budget, Marketingbudget, was die Großen haben, das sind dann sehr kreative Ansätze, die du teilweise auch übertragen kannst dann in größeren Konzernen. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Masterclass. Auch mit dabei Thomas Herzberger und Britta Behrens. Die beiden werden nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, ebenfalls hier in der LinkedIn-Show zu Gast sein. Und ja, was soll ich sagen?
Dinge ergeben sich, entwickeln sich. Ich hätte auch nicht gedacht, vor knapp einem halben Jahr, als ich meine erste LinkedIn-Show aufgenommen habe, damals noch ohne Live-Zugang, dass ich ein halbes Jahr später hier sitzen würde, jede Woche so fantastische Gespräche führe, tolle Gäste habe. Ja, ist schon eine feine Sache, überhaupt keine Frage. Und damit hallo an alle, die dabei sind. Ich weiß, es ist heute eine besonders lange Sendung. Dabei hat es vor Weihnachten ja jeder noch besonders eilig. Ich zum Beispiel muss morgen noch einen Festtagsbraten besorgen oder vielleicht gibt es Forelle. Der Wiener Karpfen ist ja nicht so meins. Der Karpfen als fetter Grundelfisch. Nicht das ideale Weihnachtsessen. Was esst ihr eigentlich so zu Weihnachten? Ich freue mich über Kommentare und bevor wir aber zu den Status-Updates der Woche kommen, gibt es hier noch den zweiten Teil des Interviews mit Marina. Auch mit ihr habe ich mich über LinkedIn unterhalten, was LinkedIn für ihre Arbeit bedeutet, wie sie die Plattform nutzt. Übrigens, ich habe bisher die Interviews immer vorab aufgenommen. Das werde ich teilweise auch so beibehalten, aber zwei Pläne für die LinkedIn-Show 2020. So ein Intro ist ja schnell organisiert, aber ich möchte beginnen, erstens mal Live-Übertragungen auch aus dem Field zu machen, sozusagen von Konferenzen, von auswärts. Matter of fact, gerade während des ersten Interviewteils hat es an der Tür geklingelt und der brave Amazon-Bote hat meinen neuen Acer-Laptop gebracht, dem ich mich im Anschluss an diese Sendung ausgiebig widmen werde. Der ist auch schnell genug für Livestreaming, für ordentliches Livestreaming. Und die zweite Sache, ich möchte auch immer wieder mal wirklich Live-Sendungen, Gesprächsrunden machen. Mehr dazu im nächsten Jahr. Bleibt mir gewogen. Schaut weiter zu. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über die Resonanz, auf die Sendung stößt. Und auch ganz interessant übrigens bei den LinkedIn-Lives. Es gibt Zuseher, die live dabei sind, aber in den Tagen, Wochen nach der Ausstrahlung gibt es auch noch immer sehr viele Views. Ich habe alle Sendungen auf meinem YouTube-Channel online. Man findet sie auch auf LinkedIn oder auf meinem Blog. Also wer da nachschauen will, Links gibt es dann in Kurzem hier in den Kommentaren. Und damit zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Marina. Enjoy! Es gibt noch andere Parallelen, außer die relative Planlosigkeit bei der Studienwahl. Das war bei mir sehr, sehr ähnlich eigentlich, ohne Masterplan. Das ergibt sich dann und man kommt halt dann sozusagen irgendwann auch bei der Kombination der verschiedenen Fähigkeiten und Interessen, die man erworben hat, dorthin. Was mich zur nächsten Frage bringt. Ich habe ein paar Freunde von mir, sind Köche. Und es gibt ja immer, naja, das ist eigentlich kein Vorurteil, das stimmt, das sagen die auch, die kochen zu Hause nichts oder ungern. Oder wenn die mal frei haben, dann werfen sie sich ein Frankfurter Würstchen. Heißen die bei euch eigentlich Wiener Würstchen? Wir haben beides. Okay, weil gibt es da einen Unterschied oder ist das dasselbe? Also ich merke ehrlicherweise keinen Unterschied. Weil ich nämlich weiß, ist so, bei uns heißen die Frankfurter Würstchen, die heißen bei uns nicht Wiener, also, aber... Bei einer Videokonferenz zwischen Wien und Frankfurt. Wie muss man das ansprechen? Ein wichtiges Branding-Thema sozusagen. Aber ich bin da auch kein großer Experte, muss ich zugeben. Okay, aber bist du Vegetarierin oder keine? Nö. Okay. Nö. Gut, das macht das. Weißrussin und Vegetarier, das geht schon. Ja, Tiroler auch, das macht dann auch die Auswahl des Restaurants nach unserem Workshop, wenn wir essen gehen, auch einfacher. Definitiv. Genau. Aber warum komme ich auf die Köche, die kochen zu Hause nicht gern? Das ist, sage ich mal, oder nehme ich mal an, bei einer Employer-Branding-Expertin natürlich anders. Das heißt, du verwendest ja LinkedIn auch selber als Netzwerk für dich. Was bringt dir LinkedIn? Was gefällt dir dran? Also sowohl für deine Kunden, ja, aber eben auch für dich selbst. Das bringt super, super viel. Also ich bin seit... Ich bin noch kein Urgestein, was LinkedIn angeht. Ich bin seit 4, 5 Jahren aktiv in LinkedIn. Das ist für den deutschsprachigen Raum ist das voll Urgestein. Stimmt eigentlich, ja. Ne? Ja. Also ich habe angefangen, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren selbstständig und also ziemlich seit dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, aktiver zu sein in LinkedIn und es ist sehr viel passiert. Also ich glaube, wenn ich das irgendwo in Zahlen hätte, so eine Art Bilanz, wäre das, also was ist bei mir passiert? Ich habe natürlich vor allem das für Netzwerken verwendet. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die ich so in der analogen Welt erstmal nicht kennengelernt hätte. Und sehr viele Kontakte, die ich digital geknüpft habe, habe ich dann auch ins Analoge übertragen können. Daraus sind sogar Freundschaften entstanden und Business-Beziehungen entstanden.
Also einmal der Aspekt. Ich finde immer wieder ganz viel Inspiration. LinkedIn hat sich in letzter Zeit ja wirklich auch zu einer Content, zu einer Wissensplattform entwickelt. Das heißt, für mich ersetzt LinkedIn zu einem großen Teil mittlerweile sogar die Tageszeitung, weil mein Newsfeed so aufgebaut ist, dass Ganz ich genauso bei mir, relevante ja. Informationen sofort sehe, wenn ich morgens zum Beispiel im Zug sitze und meine LinkedIn-App aufmache. Und für meine eigene Personal Brand ist LinkedIn unerlässlich. Also während ich am Anfang meiner Selbstständigkeit die meisten Aufträge bekommen habe von Empfehlungen von anderen Menschen, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe oder die mich einfach kennen und wissen, dass ich gute Arbeit mache, mittlerweile kommen ungefähr 50% meiner Aufträge über LinkedIn von Menschen, die ich im wahren Leben noch nie gesehen habe, die auf LinkedIn sehen, welchen Content ich poste und sagen, Marina, okay, offensichtlich, du beschäftigst dich mit Personal Branding, mit Corporate Influencership, mit Social Selling. Wir haben da ein Thema im Unternehmen, wir kommen da gerade nicht weiter, wir brauchen Expertise und lass uns doch mal telefonieren. Also für mich selber ist es ein sehr wichtiger Vertriebskanal geworden. Ist bei mir ganz genauso. Ich finde es auch interessant, dass du diese 50% ansprichst. Bei mir war das vorher, ich bin zum Beispiel kein Verkäufer. Ich bin selbstständig seit 17 Jahren jetzt mittlerweile und ich habe noch nie irgendwo angerufen und gesagt, ich hätte das und das. Betreibe schon einen Blog relativ lang, aber das ist auf LinkedIn einfach so stark geworden und das ist auch ein Tipp, das würde ich jedem Selbstständigen raten, wenn ihr Aufträge kriegt, findet raus, woher. Da braucht man kein 100.000 Euro Tracking-Tool oder irgendwas. Das ist ja normalerweise eine überschaubare Kundenzahl. Ich frage da immer nach. Und da habe ich jetzt auch eben schon ein paar Mal, weil es interessiert einen natürlich, hat mich da irgendwer empfohlen, das kommt vor, gibt es einen gemeinsamen Kontakt. Aber es ist immer mehr, dass die wirklich sagen, ich schaue mir das an, was du dort machst. Das ist, ja, finde ich spannend, dass du das ganz genauso wahrnimmst. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, das habe ich Ingrid vorhin auch gefragt, dass du nicht unbedingt vorhast, deine LinkedIn-Aktivitäten 2020 einzuschränken. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich plane momentan sogar ja wirklich eine professionelle, sage ich mal, LinkedIn-Kampagne, weil im nächsten Jahr mein Buch erscheint zu Digital Personal Branding. Und wenn man sich da wirklich 1,5 Jahre die Mühe gemacht hat, zu schreiben, zu recherchieren und im Grunde seine ganze oder einen großen Teil seiner Freizeit in so ein Herzensprojekt gesteckt hat, dann will man natürlich, dass das auch die Sichtbarkeit hat, die es verdient. Und von daher wird LinkedIn bei der Vermarktung zum Beispiel des Buches eine zentrale Rolle spielen, weil dort Heutzutage definitiv. kann jeder im Selbstverlag ein Buch schreiben, so wie ich das machen werde mit meinem nächsten E-Book. Aber deins ist bei Beim Springer Gabler Verlag. Springer Gabler Verlag, eh nur Springer Gabler Verlag. Okay. Ja, was Renommee von Verlagen angeht. Ich freue mich sehr auf das Buch. Gibt es schon ein Erscheinungsdatum? Leider noch nicht, aber es wird ungefähr Mitte 2020 sein. Es Und dauert ihr immer ein geht. bisschen, bis das dann wirklich auch lektoriert ist und kopiert Natürlich. und gesetzt und alles drum und dran. Und ich hoffe mal, dass du dann unseren Zusehern vielleicht ein oder zwei Exemplare überlässt zur Verlosung. Wir werden dann so auf jeden Fall, wenn das Buch erscheint, dann werden Sehr, wir sehr gerne. sowieso spätestens dann nochmal plaudern. Liebe Marina, eine letzte Frage, die ich allen Gästen stelle. Du bist die zweite. Was gibt es oder was weiß dein LinkedIn-Netzwerk über dich nicht? Erzähl irgendwas über dich, das zumindest der Großteil deiner Kontakte nicht weiß. Was weiß mein LinkedIn-Netzwerk nicht über mich? Ich glaube, was es nicht weiß, ist, dass ich seit ich 12 bin, regelmäßig Tagebuch schreibe. Und ich vermute, dass das dazu geführt hat, dass ich heute auch Kommunikationsberatung mache, weil ich Wow. sehr früh so diese Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt und dann auch kultiviert habe. Und ich glaube, dass es mir auch beim Thema Personal Branding geholfen hat, weil, wie anfangs angesprochen, großer Teil von Personal Branding ist das Reflektieren, das Verstehen, okay, wer bin ich eigentlich als Person, wo will ich hin? Und dafür eignet sich Tagebuchschreiben als Werkzeug sozusagen fantastisch. Und von daher, das ist, glaube ich, so meine unbewusste Secret Weapon immer gewesen. Sehr spannend, sehr spannend. Ja, ich habe
Ich habe nie wirklich, ich wollte mal, aber da war ich nie konsequent. Ich glaube, ich habe es über 2, 3 Einträge nicht rausgeschafft, damals als Kind und Teenager. Aber dann habe ich angefangen zu bloggen und das gleich öffentlich gemacht. Die frühen Einträge sind auch sehr tagebuchartig. Und auch Bloggen ist fantastisch, weil das ja, natürlich, super Medium zum Reflektieren. Feedback von der genau. Genau. Das ist schon gut. Liebe Marina, zum Abschluss noch, wir sehen uns am 13. Februar in und werden gemeinsam mit Britta Behrens und Thomas Herzberger eine Masterclass gestalten. Du wirst über Employer Branding sprechen. Ich werde ein bisschen was zu Content Marketing erzählen. In Thomas Vortrag geht es um Storytelling und Britta spricht über Social Selling. Details dazu gibt es wann zur Veranstaltung zu erfahren? Ich glaube, in der 2. Januarwoche. 2. Januarwoche. Dann beginnt auch der Kartenverkauf. Die Tickets werden kosten. Und wie gesagt, die Veranstaltung findet statt in... solltet ihr das jetzt... Genau. Solltet ihr das jetzt nicht richtig verstanden haben, einfach bei den Links unten schauen, die gibt es dazu zur Show, kommentieren und wir werden euch am Laufenden halten. Liebe Marina, ich danke dir, ich freue mich sehr, du bist mein letzter Gast in diesem Jahr, in dieser Season, wie das heutzutage heißt. Wir machen dann Pause bis zur 2. Jännerwoche, da 2. Jännerwoche geht es dann wieder rund. Ich wünsche dir wunderbare, fantastische, entspannte Feiertage. Vielen Dank. Lesen, liken und hören und sehen uns. Das wünsche ich dir auch, mit gutem Essen, gute Entspannung, vielleicht ein paar gute Bücher zwischen den Jahren und ich freue mich dann auf volle Kraft voraus in 2020. Ja eben, get your personal branding game going, kann man dann nur sagen. Ich persönlich bin jetzt dann langsam reif für einen Eierlikör, wenn nicht stärkeres. Daniel bei uns in der Straße macht ganz hervorragenden Punsch, aber zuvor noch die restlichen Status-Updates der Woche. Und da sind einige ganz, ganz interessante Status-Updates dabei. Die Status-Updates der Woche. Wir möchten natürlich gerne wissen, wie die Nutzer LinkedIn verwenden, was sie damit machen. Und Jennifer Nitsch untersucht hier in ihrer Studie, ich glaube für ihre Bachelorarbeit ist das, eben genau das. Und gemeinsam mit ihrer Kollegin Eier macht sie im Rahmen des Bachelorstudiums Marketing und digitale Medien eine Umfrage zur Nutzung und Wahrnehmung des Business-Netzwerks LinkedIn durch. Ich habe heute mitgemacht, die Umfrage dauert circa 7 Minuten, das kommt ganz gut hin und man kann sogar einen 50-Euro-Gutschein von Amazon gewinnen. Also wenn ihr Jennifer und Eier unterstützen wollt, und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ihr findet den Link dann anschließend hier bei den Shownotes, beziehungsweise hat Jennifer das Posting auch in unsere Ome-Gruppe gepostet. So bin ich darauf gestoßen. Dann haben wir hier den Cyril Luxinger, der eine sehr, sehr umfangreiche Linkliste zu den Themen digitale Transformation, Innovation und Kundenzentrierung zusammengestellt hat und diese auch regelmäßig immer updated. Diesmal mit den Top-Veröffentlichungen der Kalenderwoche 51 2019, also der vorletzten Kalenderwoche für dieses Jahr. Wenn ihr euch denn hier die Liste mal anschaut, die ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Da findet man jede Menge Fachartikel, wer sich also in dieses Thema näher einlesen möchte. Eine ganz, ganz fantastische Ressource. Kann man nur empfehlen. Mike Neumann hat heute gepostet, nämlich vor 7 Stunden. Übrigens, nebenbei bemerkt, es sind nur mehr 167,6 Stunden bis Weihnachten. Nicht mehr lange hin. Mike hat also vor 7 Stunden gepostet die Top-Liste der Trendberufe für 2020. Die kommt von LinkedIn, die Quelle. Also auf Platz 1 Top-Beruf KI-Spezialist. Also wer sich gut auskennt mit Artificial Intelligence und eine hervorragende Gesprächsbasis beziehungsweise einen direkten Draht zu Skynet hat, der dürfte sich im nächsten Jahr sehr, sehr leicht tun, gut bezahlte Stellen zu finden. Site Reliability Engineers werden auch gesucht. Site Reliability Engineer. Ist das jetzt so, sind das die neuen Webmaster? Ist das so, wie eine Putzfrau Raumpflegerin ist?
Ich war früher Webmaster, heute bin ich Site Reliability Engineer. Klingt gut. Customer Success Specialist, der war früher der Herr am Telefon, CRM-Fachkraft. Datenschutzbeauftragter, ja, ein Job, den uns die DSGVO im Vorjahr beschert hat. Human Resources Partner, klar, Arbeitskraft, eigene Mitarbeiter, ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Data Consultant, also Datenberater, der berät nicht die Daten, sondern der berät anhand von Daten oder er interpretiert Daten. Vielleicht ist der Data Consultant der neue Wahrsager, der in die Kristallkugel Big Data reinschaut. Und dann gibt es da noch den Data Engineer. Der Ingenieur hat Schwör, wissen wir schon aus Mickey Mouse. Der Data Engineer baut die Dampflokomotiven, auf denen dann der Data Scientist gemeinsam mit dem IT-Security-Spezialist zum DevOps-Engineer abfährt, um ihn abzuholen. Und dann trinken sie gemeinsam ein Bier und freuen sich darüber, dass Jobbezeichnungen heute fast schon so kompliziert sind wie, seriously, früher wollte man Astronaut werden, aber ja, auffällig viel Data in dieser Liste, ein bisschen Customer Success, da sieht man schon, wo die Reise hingeht. Apropos Reise, Neo-Video. Eine traditionsreiche Konferenz. Ich habe auch im nächsten Jahr wieder das Vergnügen, einen Vortrag zu halten. Und zwar werde ich über meine Erfahrungen mit Überraschung LinkedIn Live sprechen. Und zur Tradition der Neo-Video gehört es auch, dass es ein Werbevideo gibt, in dem sich der Chef höchstpersönlich, wie er es nennt, immer wieder zum Affen macht. Aber es ist auch in diesem Jahr wieder sehr gelungen, aber sehr in einer Ecke die Kreativität auf den Flügeln der Fantasie mit der Macht des Brainstorm. In der anderen Ecke berechnend, effizient, meine Damen und Herren, die Daten! Showdown auf der Neo Video 2020, dem Online-Video-Kongress. Das wird brutal. Das wird zweifellos brutal. Martin Wolfram also in einer Doppelrolle hier als in der Rolle der Daten und in der Rolle der Kreativität am 19. März 2020. Gibt es dann hier mehr darüber zu erfahren? Und ja, ich persönlich hätte mir noch die eine oder andere Clothesline oder andere Wrestling-Moves gewünscht. Mein Good Times, Good Times. World Wrestling Federation. Vielleicht auch mal über Weihnachten wieder Zeit, sich dir auf den neuesten Stand zu bringen. Andererseits, seit sich der Undertaker zur Ruhe gesetzt, ist Wrestling ja auch nicht mehr das, was es nie war. Mehr Infos zu Neo-Video auch auf meinem Blog. Links wie immer bei den Shownotes. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben es bereits erwähnt im Gespräch mit Marina. 13. Februar 2020 eine Masterclass zum Thema Employer Branding, Social Selling, Storytelling, Content Marketing. Das wird ein Spaß, das wird ein ganz, ganz spannender Tag. Blockiert euch schon mal das Datum. In der zweiten Jännerwoche gibt es von uns dann genauere Details zum Wo, Wie, Wann. Ich glaube, das Warum ist relativ klar. Und damit, wie immer an dieser Stelle, die Erinnerung, der Hinweis auf den morgigen Linked Friday, das ist übrigens nicht der letzte Linked Friday des Jahres, sondern der vorletzte, der letzte, findet dann am 27. statt. Wir haben das extra so gelegt zwischen den Feiertagen, damit auch alle Zeit haben mitzumachen. Ja, und damit bleibt mir nur mehr mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch eine grandiose restliche Weihnachtszeit, wunderschöne Feiertage und einen hervorragenden Rutsch ins neue Jahr. Wir werden sicher ein Grußvideo aufnehmen. Ich hoffe da auf tatkräftige Unterstützung von Pula und Capri. Ja, die ruhige, die beschauliche Zeit, für viele auch eine Zeit, wo man zwischendurch mal offline ist, neue Kraft sammelt, Kreativität tankt. Für mich viele Hundespaziergänge.
Festtagsbraten kochen, das eine oder andere Gläschen Eierlikör und ich hoffe, ihr verbringt ebenfalls ganz, ganz entspannte Weihnachten, habt einen tollen Jahreswechsel und so soll die 21. LinkedIn-Show, die letzte Show des Jahres 2019, wie sich's gehört, mit einem kräftigen Feuerwerk enden. Ich danke euch allen fürs Dabeisein. Es war mir ein Vergnügen. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Richie, raus.